Sag mal, willst du es eigentlich schnell oder lieber tief? Ich weiß ja nicht, an was du jetzt gerade gedacht hast, aber vielleicht hast du an was anderes gedacht, wie ich gedacht habe. Die Gedanken schwirren dann immer schnell ein bisschen ab. Aber ich liebe es ja auch, mit Worten zu spielen. Mein Name ist Kirja van de Kam und ich bin Coach für Frauen, die mehr wollen, die rausfinden wollen, was sie wirklich wollen und die sich das auch nehmen wollen im Leben ohne Angst vor Ablehnung. Und ich habe eben kontempliert über die immer schneller werdende Welt und dass ich auch immer wieder mal gefragt werde oder auch mitkriege von anderen Coaches, ob ich denn schnelle Veränderungen bewirken kann oder manche Werbung damit machen, dass sie ganz schnelle Veränderungen bringen. Und ich finde, das passt so in die heutige Zeit, in diese immer schneller werdende Welt. Ja, da gibt es die schnelle Küche, da gibt es den schnellen Sex, da gibt es das schnelle Geld, das alle verdienen wollen und schnelle Veränderungen, alles schnell, 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 schnell. Und keiner hat Zeit. Alle fühlen sich immer so ein bisschen gehetzt. Ja? Und ich muss sagen, wenn du es schnell willst, geh weiter, geh woanders hin. Lass mich in Ruhe, denn ich stehe nicht für schnell. So ein bisschen wie ich auch schon Videos über Slow Sex gemacht habe. Und es auch da gar nicht so richtig um das Tempo geht, geht es mir mehr um Nachhaltigkeit und um Tiefe, um Tiefgründigkeit. Und auch in meiner Arbeit werde ich dir nicht versprechen, dass wir schnelle Veränderungen bewirken. Denn das ist nicht mein Fokus. Ich habe nichts gegen schnelle Veränderungen und vielleicht auch mal nichts gegen schnellen Sex. Aber es ist so, wie ich auch nicht immer Fastfood essen will, will ich vor allen Dingen Qualität haben und Dinge, die wirklich gut sind in meinem Leben und wirklich tiefgreifend sind, die mich nähren. Und das ist auch in meiner Arbeit so. Also da verspreche ich keine schnellen Ergebnisse und deswegen mache ich auch keine Einzelcoachings mehr im Sinne von einer Sitzung. Und das ist dann irgendwie das Ultimative. Einmal schnell auf den Knopf gedrückt und dann ist alles verändert in deinem Leben. Ich verspreche dir eine Sitzung mit mir und tada, dein ganzes Leben ist wie mit meinem Magic-Zauberstab berührt. Den hätte ich jetzt eigentlich noch dazu holen sollen, ja. Und auch wenn ich manchmal für Menschen wie eine gute Fee bin, habe ich doch nicht Zauberkräfte. Und meine Coachings beginnen bei 3 Monaten, weil ich den Menschen Zeit und Raum geben möchte und weil ich wirklich tiefgreifend arbeiten möchte und nicht nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Denn ja, man kann die Leute pushen und man kann auch gewisse Durchbrüche erreichen in der kurzen Zeit. Meine Erfahrung ist, das ist oft nicht nachhaltig. Das geht nicht wirklich in die Tiefe. Ich kann dich voll aufbauen und voll pushen in einem Coaching und dir da richtig viel auch meine Energie reinpushen. Aber die Frage ist, kannst du das halten oder fällst du danach in ein Loch rein? Ja? Und ich möchte, dass die Leute, wenn sie mit mir gearbeitet haben, echt ein Gefühl von innen raus haben, dass sich was verändert hat. Weil es ist mein inbrünstiger Wunsch, wirklich Veränderung, nachhaltige Veränderung zu bewirken in dem Leben von anderen Menschen. Und deswegen ist mein Fokus nie, dass ich es dir schnell machen will. Ich will es dir lieber gut machen. Nein, ich mache es dir gar nicht, sondern ich begleite, ich unterstütze, ich gebe den Raum. Und das war tatsächlich auch schon echt oft ein Thema in Coachings bei mir, dass Menschen merken, oh, ich brauche Zeit, ich brauche Raum, um wirklich da wirklich reinzuspüren und um wirklich einen Schritt zu machen. Und ich schon öfters Menschen hatte, die sich eigentlich in ihrem Leben immer irgendwie gehetzt, gepusht fühlen und das Gefühl haben, boah, ich brauche einfach mal die Zeit, meine Schritte zu machen. Ich brauche mal Zeit, um wirklich hinterherzukommen. Ja? Und in dieser schnellen Welt mit immer schnellerem Internet und immer schnellerem alles oute ich mich eher, dass es mir gar nicht um die Zeit geht. Es geht mir auch nicht um Langsamkeit. Es geht mir auch nicht darum, dass es lange dauern müsste, weil manchmal kann es tatsächlich Schnack machen und manchmal passieren tiefgreifende Veränderungen schnell. Aber im gesamten Prozess braucht es einfach Zeit und du kannst dich nur so schnell wirklich verändern wie der langsamste Teil von dir, weil der wird sonst immer wieder dich zurückziehen. Ja. Und darum geht es von mir, bei mir, dass wir auch diese langsamen Teile ehren und diese zarten Teile. Denn auch wenn ich immer wieder viele Powerfrauen habe, die zu mir kommen, auch diese Powerfrauen haben sensible, zarte Seiten an sich, die man oft ein bisschen versteckt sind, die sich oft erstmal gar nicht so raustrauen. Und die gilt es auch zu ehren und mit denen sanft umzugehen. Und für alle,
tun oft gut daran, ein bisschen sanfter und liebevoller mit uns umzugehen und uns verdammt nochmal nicht immer so zu pushen. Das war das Wort zum Mittwoch, glaube ich. Bis bald.